Die Chronik der Unsterblichen. Der Vampir von Wolfgang Holbein. Es liest Dietmar Wunder. Andrei presste sich mit angehaltenem Atem in den schwarzen Schlagschatten unter der Treppe und lauschte. Er hielt das Schwert mit solcher Kraft umklammert, dass es schon beinahe wehtat. Obwohl rings um ihn herum vollkommene Dunkelheit herrschte, wusste er, dass Blut von der Klinge tropfte und sich zwischen seinen Füßen zu einer schmierigen Pfütze sammelte. Er glaubte, den Dunst des Blutes riechen zu können, vergegenwärtigte sich aber, dass es das Schiff war, dessen düsteren Odem er in sich aufnahm. Es roch falsch. Andrei war in seinem Leben schon auf vielen Schiffen gewesen und er wusste, wie sie riechen sollten. Nach Meer. Nach Salzwasser und Wind, möglicherweise nach Fisch, nach faulendem Holz und moderndem Tauwerk, nach nassem Segelzeug oder auch nach den exotischen Gewürzen und kostbaren Stoffen, die sie transportiert hatten. Dieses Schiff jedoch stank nach Tod. Aber schließlich war er auch noch nie zuvor an Bord eines Sklavenschiffes gewesen. Sein Stiefvater Mikael Nadasti hatte ihn zu einem überragenden Schwertkämpfer ausgebildet, der im Notfall blitzschnell zu töten vermochte, aber Andrei war nicht hier, um ein Blutbad anzurichten. Dabei war er fest dazu entschlossen gewesen, genau das zu tun, als Frederik und er sich an die Verfolgung des Sklavenschiffes gemacht hatten. Hätten sie Abu Duns Sklavensegler sofort eingeholt oder auch nur am nächsten Tag, hätte er wahrscheinlich versucht, nach und nach die gesamte Mannschaft des Seelenverkäufers auszulöschen. Aber das war nicht geschehen und Andrei dankte Gott dafür. Es hatte in den letzten Tagen schon genug Tote gegeben und er selbst hatte Dinge getan, die weitaus schrecklicher waren als alles, was er sich je hatte vorstellen können. Mit Schaudern dachte Andrei an Malthus, den goldenen Ritter, und an das, was passiert war, nachdem er ihn getötet hatte. Andrei verscheuchte den Gedanken. Wenn das alles hier vorbei war, hatte er genug Zeit, um nachzudenken. Oder auch, um zur Beichte zu gehen, obwohl er gerade das sicherlich nicht tun würde. Im Moment galt es, wichtigere Fragen zu klären. Wie sollte er ein Schiff in seine Gewalt bringen, auf dem sich mindestens 20 schwer bewaffnete Männer befanden, ohne sie alle umbringen zu müssen? Das Sklavenschiff hatte an einer flachen Sandbank beinahe in der Flussmitte Anker geworfen. Abu Dun war ein vorsichtiger Mann. Wenn man vom Sklavenhandel lebte, musste man das wohl sein. Um ein Haar hätte diese Vorsicht Andreis Plan schon in den ersten Sekunden vereitelt. Das Donauwasser war eisig und die Strömung weitaus stärker, als er erwartet hatte. Jeder andere Mann wäre an dieser Aufgabe gescheitert und schon auf halbem Weg ertrunken. Aber Andrei war kein gewöhnlicher Mann. Und so war er, wenn auch erst im dritten Anlauf, weil die Strömung ihn immer wieder von der Sandbank wegspülte, lautlos an Bord des Schiffes geklettert. Der Posten oben war leicht zu täuschen gewesen. Andrei hatte gelernt, sich lautlos wie eine Katze zu bewegen und mit den Schatten zu verschmelzen, sodass er nur einen günstigen Moment abpassen musste, um über das dunkle Deck zu huschen und in der offenen Luke zu verschwinden. Dummerweise war es die falsche Luke gewesen. Andreis Plan sah vor, sich in Abu Duns Quartier zu schleichen und den Sklavenhändler an seine Gewalt zu bringen, um sein Leben gegen das der Sklaven einzutauschen, die im Bauch des Schiffes in Ketten lagen. Ein simpler Plan, aber gerade das war es, was Andrei daran gefallen hatte. Die meisten guten Pläne waren einfach. Aber unter der Luke, die er gefunden hatte, befand sich nicht Abu Duns Schlafgemach, sondern ein Raum mit einer einzelnen, äußerst massiven Tür, hinter der vermutlich die Sklavenquartiere lagen. Zwei Krieger bewachten den Raum. Andrei hatte einen von ihnen töten müssen und den anderen niedergeschlagen und geknebelt. Sein Blick wanderte noch einmal durch den Raum und blieb an der eisenbeschlagenen Tür jenseits der Treppe hängen. Er wusste nicht, was dahinter lag, aber er konnte es sich ziemlich gut vorstellen. Ein dunkler, möglicherweise mit Gitterstäben in noch kleinere Käfige unterteilter Raum, groß genug für 50 Menschen, in dem mehr als 100 Sklaven aneinander gekettet in ihrem eigenen Schmutz lagen. Die Überlebenden aus dem Borsatal, das auch ihm einst Heimat gewesen war. Menschen, die von Vater Dominikus Schergen verschachert worden waren, um seinen inquisitorischen Feldzug gegen angebliche Hexen und Teufelsanbeter zu finanzieren. So etwas wie seine Familie. Nun, nicht ganz,
Schließlich hatten diese Menschen ihn schon vor einer Ewigkeit aus ihrer Mitte vertrieben, hatten ihn als Ketzer und Dieb gebrandmarkt, als ruchbar wurde, dass er, wenn auch unfreiwillig, in den Kirchenraub in Rotturn verstrickt gewesen war. Aber trotzdem konnte er nicht so tun, als wären sie ihm vollkommen fremd. Außerdem hatte er seinem Zögling Frederik versprochen, alles für die Rettung seiner Verwandten aus dem Borsatal zu tun. Er überzeugte sich noch einmal davon, dass ein Gefangener nicht nur immer noch bewusstlos, sondern auch sicher geknebelt und gefesselt war. Dann legte er das Schwert aus der Hand, ließ sich neben dem Totenwächter auf die Knie sinken und zog ihm das Gewand aus. Es kostete ihn erhebliche Überwindung, den einfachen Kaftan überzustreifen, der nass und schwer war und stank. Dann hob er sein Schwert auf und ging schnell und leicht nach vorne gebeugt, sodass sein Gesicht nicht zu sehen war, nach oben. Er konnte eine Konfrontation mit dem Wächter nicht riskieren, und so wich er mit langsamen Schritten zur anderen Seite des Schiffes aus und lehnte sich lässig gegen die Reling. Sein Herz klopfte. Irgendetwas stimmte nicht. Er spürte es. Der Großteil der Mannschaft lag auf einem niedrigen Aufbau und schlief. Ein paar schnarchten so laut, dass er es deutlich hören konnte. Der Posten, der sich nun herumdrehte, bewegte sich auf eine Art, die zeigte, dass er zum Umfallen müde war und darum kämpfte, nicht im Gehen einzuschlafen. Alles schien in Ordnung. Aber das war es nicht. Irgendetwas war hier nicht so, wie es zu sein vorgab. Eine Falle? Andrei konnte keinen Grund dafür erkennen. Abu Dhun konnte nicht wissen, dass er hier war. Der Pirat war der Falle, die Graf Batori ihm gestellt hatte, durch ein geradezu geniales, allerdings auch mehr als riskantes Segelmanöver entkommen. Er hatte sofort Kurs auf den Bosporus genommen, als wolle er durch das Marmara-Meer die Ägäis ansteuern und direkt auf die großen arabischen Sklavenmärkte zuhalten. Doch dann hatte er sein gedrungenes Frachtschiff eine überraschende Wende vollziehen lassen, um geradewegs wieder nach Norden zu steuern. An Konstanta vorbei, das sie erst kurz zuvor verlassen hatten, und bis hoch ins Donaudelta hinein. Offenbar wollte er flussaufwärts Richtung Tulcea fahren, eine Stadt, die fast so alt war wie Rom und durch ihre günstige Lage den Zugang zu allen drei Donauarmen kontrollierte. Frederik und er hatten das Schiff fast eine Woche lang vom Ufer aus verfolgt, immer in sicherem Abstand, um von den Piraten an Bord nicht entdeckt zu werden. Das Schiff war sehr langsam in den unteren der drei Donauarme hineingefahren und hatte einmal sogar fast einen halben Tag auf der Stelle gelegen, sodass Andrei vermutete, dass der Pirat und Sklavenhändler auf jemanden wartete. Vielleicht auf einen anderen Piraten, vielleicht auch auf einen Kunden, dem er seine lebende Fracht verkaufen wollte. Aber so weit würde Andrei es nicht kommen lassen. Der Wächter rief ihm irgendetwas zu, was Andrei nicht verstand. Immerhin hörte er den scherzhaften Ton heraus, hob die linke Hand und gab ein Grunzen von sich, von dem er wenigstens hoffte, dass es als Antwort genügte. Offensichtlich verfehlte es seine Wirkung nicht, denn der Mann lachte nur und setzte seinen Weg fort. Andrei atmete auf. Er bewegte sich schnell und lautlos die Treppe hinunter und blieb kurz stehen, um sich zu orientieren, was in der herrschenden Dunkelheit allerdings fast unmöglich war. Er befand sich in einem schmalen, nur wenige Schritte langen Gang, der so niedrig war, dass er nur gebückt daran stehen konnte. Er umschloss sein Schwert fester, öffnete wahllos die Tür auf der linken Seite und betrat den Raum. Er hatte Glück. Abu Dhun lag, nackt bis auf eine knielange baumwollene Hose, auf einer schmalen, aber mit Seide bedeckten Liege direkt unterhalb des Fensters und schlief. Er schnarchte mit offenem Mund. Obwohl Andrei so gut wie keinen Laut verursachte, öffneten sich Abu Dhuns Lider mit einem Ruck. Er brauchte nur den Bruchteil eines Atemzuges, um die Situation zu erfassen und richtig zu reagieren. Sofort sprang er in die Höhe und griff nach dem Weinkrug auf dem Tisch neben sich, um ihn nach Andrei zu werfen. Andrei machte keinen Versuch, dem Wurfgeschoss auszuweichen, sondern brachte mit einer blitzartigen Bewegung das Schwert in die Höhe. Gleichzeitig trat er gegen den Tisch. Der Krug prallte mit solcher Wucht gegen das Schwert, dass ihm die Waffe aus der Hand gerissen wurde, aber auch Andreis Angriff zeigte Wirkung. Der Tisch kippte um. Die Kante aus hartem Eichenholz prallte gegen Abu Dhuns Knie und brachte ihn zu Fall. Der riesenhafte Pirat kippte mit einem Schmerzensschrei zur Seite und Andrei nutzte die winzige Chance, die sich ihm bot, und stürzte sich auf ihn. Eine Mischung aus Überraschung, Schrecken und Verachtung blitzte in Abu Dhuns Augen auf. Der Pirat war mehr als eine Handbreit größer als Andrei und viel breitschultriger. Andrei beging nicht den Fehler, sich nach dem Schwert zu bücken, das er fallen gelassen hatte, sondern rammte Abu Dhun das Knie ins Gesicht.
Der Pirat keuchte vor Schmerz und kippte nach hinten, umschlang André aber trotzdem in der gleichen Bewegung mit beiden Armen und riss ihn mit sich.